Sehr geehrter Herr Minister, wir freuen uns auf Ihre Worte zur Eröffnung der Konferenz Bahnrad Parken. Bitte schön. Ich danke Ihnen sehr, lieber Herr Welke, lieber Herr Huber, lieber Herr Koch, liebe Kolleginnen und Kollegen aus politischer Verantwortung, aus der Verwaltung, verehrte Gäste aus Wirtschaft, Verbänden, Wissenschaft, liebe Fahrradfans. Auf der Fahrt hierher ist mir wieder mal aufgefallen, es fehlen Parkplätze und zwar viele. Die wenigen freien, die es gibt, sind nicht lange frei. Wer sein Fahrzeug sicher abstellen möchte, muss oft lange suchen, um einen Parkplatz zu finden. Das kostet Zeit und Nerven. Und nein, es geht jetzt nicht um die Autofahrerinnen und Autofahrer. Ich spreche von Radfahrerinnen und Radfahrern, die dringend mehr Stellplätze für ihre Räder brauchen, und zwar ganz besonders an unserem Bahnhof. Wenn man sich hier am S-Bahnhof Greifswalder Straße umschaut, bin ich übrigens oft, weil ich hier um die Ecke wohne, da gibt es nur 80 Stellplätze und wir bräuchten eigentlich 190, so nach einer Erhebung. Und es zeigt, selbst hier mitten in der Stadt fehlt es an Abstellmöglichkeiten und das ist nahezu überall so und deswegen müssen wir das verändern. Wenn wir uns anschauen, wie sich künftig die Entwicklung darstellen wird, dann werden wir im Jahr 2030 noch mehr Stellplätze brauchen. Alleine an diesem Bahnhof hier werden es dann keine 190 mehr sein, die wir brauchen, sondern 273. Ob nun in Berlin, in Flensburg oder wo ich meinen Hauptwohnsitz habe, in der Pfalz, auf dem Land, der Stellplatzmangel an Bahnhöfen ist überall in Deutschland eine große Herausforderung. Bundesweit brauchen wir bis 2030 bis zu 1 Million zusätzliche Fahrradstellplätze. Es ist also noch viel zu tun und mich treibt das Thema persönlich sehr um, weil ich glaube, dass es eine Riesenchance ist, intermodalen Verkehr zwischen Fahrrad und Bahn zu organisieren. Aber natürlich müssen wir dieses ganz praktische Problem der Menschen lösen, dass wenn man mit dem Fahrrad losfährt, am Bahnhof das Fahrrad abstellt und wenn man zurückkommt, wieder mit dem Fahrrad nach Hause möchte, dass das Fahrrad dann auch noch da sein muss. Und nicht vielleicht, sondern ganz sicher, möglichst sicher da sein muss. Also wir müssen auch über sichere Fahrradstellplätze nachdenken. Worauf es ankommt, darüber diskutieren Sie heute und morgen auf dieser Konferenz. Ich begrüße Sie herzlich dazu und freue mich, dass so viele hierher gekommen sind. Gemeinsam mit Ihnen werden wir Radverkehr und öffentlichen Personenverkehr attraktiver gestalten, Kapazitäten steigern und das Zusammenwirken enger verzahnen. Unser Ziel ist es, die Kombination von Rad und Bahn oft und gern von Menschen nutzbar zu machen. In der Stadt und auf dem Land soll es eine echte Alternative zum Auto geben und damit zu mehr Klimaschutz im Verkehr. Und moderne Abstellanlagen spielen dafür eine ganz wichtige Rolle, denn wer weiß, dass sein Fahrrad sicher am Bahnhof steht, der ist auch dazu bereit, umzusteigen. Das zeigt übrigens auch eine Umfrage der Informationsstelle Fahrradparken am Bahnhof, die genau das bestätigt. Aber wie gesagt, man kann auch selbst drauf kommen. Danach können moderne Abstellanlagen dazu führen, dass die Nutzung der Rad-Bahn-Kombination um 17% zunimmt. Das ist ein enormes Potenzial. Das wollen wir heben. Deshalb muss modernes und sicheres Fahrradparken in den kommenden Jahren an allen wesentlichen Schnittstellen des öffentlichen Personenverkehrs selbstverständlich werden. Das Bundesverkehrsministerium unterstützt das. So fördern wir zum Beispiel wissenschaftliche Studien und Best-Practice-Maßnahmen. Und mit der Informationsstelle Fahrradparken am Bahnhof, dem Mobilitätsforum Bund und der Transferstelle bieten wir Anlaufstellen und Ansprechpartner für Kommunen und Entscheidungsträger. Mit dem Sonderprogramm Stadt und Land unterstützen wir den Ausbau von Radabstellanlagen in der Fläche. Wir erproben Modellvorhaben wie etwa ein vollautomatisiertes Radparkhaus am Altstadtbahnhof in Osnabrück. Und der gerade verabschiedete Bundeshaushalt 2022 sieht weitere umfangreiche Mittel für das Fahrradparken an Bahnhöfen vor, und zwar im Umfang von insgesamt 153,5 Millionen Euro. Also ordentlich Geld, das wir in die Hand nehmen, weil wir ein Problem sehen, das wir dringend lösen müssen. Sie sehen, die Programme und die finanziellen Mittel, sie sind da. Dass es beim Ausbau der Radinfrastruktur leider immer noch oft hakt, liegt an einem Problem, das wir in vielen Bereichen haben, dem Fachkräftemangel. Also daran, dass auf den Radverkehr spezialisierte Verkehrs- und Stadtplaner oder auch Tiefbauingenieure fehlen. Deshalb planen wir eine Fortbildungsoffensive für Fachkräfte in diesem Bereich. Dafür können Länder und Kommunen derzeit noch ihre konkreten Vorstellungen und Wünsche dem Mobilitätsforum Bund mitteilen.
Die geschulten Experten werden die Kommunen künftig unter anderem beim Errichten von Abstellanlagen unterstützen können. Aber bis es soweit ist, können die Kommunen auch ohne vertiefende Fachkenntnisse schon erste Schritte zu einer Fahrradabstellanlage gehen, und zwar mit Hilfe eines digitalen Tools der Informationsstelle. Damit können Sie mit wenig Aufwand ermitteln, wie hoch das CO2-Einsparpotenzial ist und welche Wirkungen eine Fahrradabstellanlage haben könnte. Welche Anlagen im Einzelnen geplant und gebaut werden, das hängt vom Standort und von den Rahmenbedingungen vor Ort ab. Die Bandbreite reicht jedenfalls von überdachten Reihen und Doppelstockanlagen an kleineren Haltestellen bis hin zu großen Fahrradparkhäusern an Regional- und Fernbahnhöfen. Oft gibt es im direkten Bahnhofsumfeld aber nur wenige Flächen für größere Fahrradabstellanlagen. Und deshalb wollen wir vor allem das Potenzial von ungenutzten Bestandsflächen und Gebäuden an den Bahnhöfen besser ausschöpfen. Klar ist, weitere Maßnahmen müssen den Auf- und Ausbau von Fahrradabstellanlagen flankieren. Ich denke etwa daran, dass die Anlagen nahtlos in das bestehende lokale und regionale Radverkehrsnetz integriert werden. Und außerdem brauchen wir attraktive Bike-Sharing-Angebote an den Zielbahnhöfen. Weiter muss es auch problemlos möglich sein, das Fahrrad in der Bahn mitzunehmen. Dafür brauchen wir intelligente Lösungen und genug Platz in den Zügen. Wir benötigen Tarifstrukturen, die kundenfreundlich und einfach zu verstehen sind. Und das Fahrradparken muss digital werden. Das heißt, der Platz in der Abstellanlage soll bequem und einfach in einer App gebucht und bezahlt werden können. Genauso übrigens wie das Ticket, das für die anschließende Bahnfahrt nötig ist. Die Digitalisierung bietet uns hier Möglichkeiten, die wir aber auch dringend brauchen. Wenn ich mir vorstelle, jemand auf dem Land plant seine Mobilität oder seinen Weg zum Arbeitsplatz künftig intermodal, fährt mit dem Fahrrad oder dem Pedelec vielleicht auch eine größere Strecke zu einem Knotenbahnhof, von dem aus er bequem und zeitlich attraktiv zu seinem Arbeitsplatz kommt, dann muss auch ein Fahrradparkhaus frei sein, wenn er, oder ein Platz im Fahrradparkhaus frei sein, wenn er mit einem hochwertigen Pedelec diesen intermodalen Alltagsverkehr organisiert. Ich sage immer, die Leute wollen ja da nicht vielleicht zur Arbeit, sondern die müssen zur Arbeit und wollen da ganz sicher ankommen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man diese Dinge auch so von Anfang an plant, dass sie eben auch vorbuchbar sind und wenn man zu Hause losfährt, schon weiß, das funktioniert alles reibungslos. Ja, hier müssen alle zusammenarbeiten, alle Akteure, Bund, Länder, Kommunen, Landkreise, Nahverkehrsunternehmen, Verbündete und natürlich die Deutsche Bahn. Jetzt ist es doch runtergefallen. Oder anders ausgedrückt, Sie alle, die sich diesem Thema widmen, die merken, was für ein Potenzial darin steckt. Und ich begrüße grundsätzlich die Brancheninitiative Fahrrad und Bahn, die einige der heute anwesenden Verbände und Unternehmen gestern veröffentlicht haben. Mein Haus wird sich das Papier sehr genau und sehr gerne anschauen. Wir brauchen Sie alle für einen starken Radverkehr und einen starken öffentlichen Personenverkehr. Ich wünsche mir, dass diese Konferenz viele Impulse bringt. Wir jedenfalls sind sehr aufmerksam und ich persönlich interessiere mich sehr dafür. Herr Hartmann aus meinem Haus weiß das. Ich habe neulich bei einer Fahrradmesse gesagt, ich finde, das Fahrrad erlebt zu Recht eine richtige Renaissance. Ist ja heute so, wer ein Fahrrad bestellt, muss mit längeren Lieferzeiten rechnen. Und das Fahrrad ist auch wirklich etwas Wunderbares und wir alle verbinden damit an sehr sentimentale und persönliche Erinnerungen. Die eigene Freude, wenn man zum ersten Mal ohne Stützräder fahren konnte, dieses Gefühl, du kannst es. Ja, das ist also mit das Erste, was man so als junger Mensch lernt. Und wenn man dann eigene Kinder hat und bringt es ihnen dann bei, ist es auch ein besonderer Moment, wenn man in die Augen an der eigenen Kinder schaut und sie so eine Selbstbestätigung erfahren, ja, ich kann es. Und das Fahrrad ist für uns eine Riesenchance, weil wir damit klimafreundliche Mobilität kurzfristig in unseren Alltag integrieren können. Und ich wünsche mir, dass es viele Menschen wie Sie gibt, die mit viel Aufmerksamkeit, mit Leidenschaft und mit einer guten Vernetzung untereinander darüber nachdenken, wie wir dieses wunderbare Verkehrsmittel in unseren Alltag integrieren können. Und ich finde, diese Themen wie Parken am Bahnhof sind sehr, sehr schlau. Schauen Sie, wir haben heute, wenn es darum geht, wir beschäftigen uns ja intensiv mit der Frage, wie können wir Bahnstrecken ausbauen. Und wir stoßen überall an Grenzen. Es gibt natürlich auch finanzielle Grenzen, aber vor allen Dingen haben wir begrenzte Fachkräfte. Nicht nur die Ingenieure fehlen, um diese Strecken zu planen, es fehlen natürlich auch die Unternehmen, um diese Arbeiten auszuführen. Und deswegen hilft es ja nichts, dass wir uns ständig mit Themen beschäftigen, bei denen wir nicht weiterkommen, weil es Kapazitätsengpässe und Grenzen gibt.
Aber umso wichtiger ist es, dass wir so schlau denken, dass wir eben intermodalen Verkehr organisieren. Und wenn wir es gut machen und viele Abstellmöglichkeiten in den Städten, aber auch auf dem Land haben für an den Bahnhöfen für die Fahrräder, dann ist das eine sehr greifbare, kostengünstige und auch realisierbare Chance, intermodalen, klimafreundlichen Verkehr in unseren Alltag zu integrieren. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, als Verkehrsminister durch attraktive Angebote den Menschen den Wandel zu klimaneutraler Mobilität so einfach wie möglich zu gestalten. Ich drücke es immer gerne so aus, wenn wir Klimaschutz betreiben, dann müssen wir ihn so organisieren, dass er ja für immer akzeptiert wird. Und das ist gar nicht so trivial, weil wir in unseren Demokratien ja dem Wandel unterliegen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wenn wir das so machen, dass die einen das gegen die anderen durchsetzen, dann kann das eine sehr kurzfristige Veranstaltung sein, weil alle 4 Jahre jedenfalls neu entschieden wird, wie es weitergeht. Und deswegen ist es so klug, wenn man sich überlegt, wie kann man das so machen, dass es von einer breiten Mehrheit, einer stabilen breiten Mehrheit der demokratischen Kräfte der Mitte als Fortschritt anerkannt wird, oder der Bürgerinnen und Bürger, die sich dahinter versammeln, als Fortschritt erkannt wird. Und da spielt das Fahrrad schon eine große Rolle, denn das ist ein sehr fortschrittliches Verkehrsmittel. Wir alle wissen ja, was es einem auch an Lebensqualität bringt, wenn man Bewegung in seinen Alltag integriert. Und da bietet das Fahrrad eben auch eine riesige Chance. Und es ist eben gesünder, wenn man sich nicht einfach ins Auto setzt und von A nach B fährt, nur sitzt, sondern wenn man einen Teil zumindest seines Alltags eben auch mit dem Fahrrad zurücklegt. Und so kann man den Weg zur Arbeit auch seinen alltäglichen Sport integrieren. Das hält gesund, bringt mehr Lebensqualität und ist zudem eben auch klimaneutral. So denke ich. Ich bin gespannt, wie Sie denken, und freue mich, dass so viele hergekommen sind, und wünsche dieser Veranstaltung einen Riesenerfolg und dass viele Ideen entstehen, an deren Umsetzung ich mich gerne beteilige. Vielen Dank. Mhm.